Heute geht's um den viralen IKEA-Pilzlampen-Hack, der aber leider so ein paar Nachteile mit sich bringt. Deswegen will ich das Projekt ein bisschen abwandeln, das heißt ohne Sprühfarbe arbeiten und mit einem Lichtmechanismus, der wirklich immer funktioniert. So, ich beginne jetzt erstmal mit dem Schirm. Den möchte ich nämlich mit Makramee-Garn bekleben. Und dafür nehme ich einfach hier so ganz normalen Vielzweckkleber. Ich mache das mit Makramee-Garn, weil ich das mit Sprühfarbe einfach überhaupt nicht schön finde. Denn wenn man nicht gleichmäßig sprüht, dann gibt es Flecken. Und wenn man dann eben Licht durchscheinen lässt, dann sieht man sofort, wo ein bisschen mehr Farbe drauf ist. Und das sieht einfach nicht so schön aus. Es klappt echt gut. Geht schneller als gedacht. Und mein Tipp, man kann auch schon richtig viel Kleber hier einfach auftragen und dann gleich mehrere Runden auf einmal wickeln. Also so geht es natürlich besonders easy, man kann es auch einfach drehen. So, die Blenderschüssel ist fertig beklebt. Jetzt kommt das Unterteil an die Reihe, die Karaffvase. Und die möchte ich einfach ein bisschen dekorieren mit diesen wunderschönen Trockenblumen. Mir ist gerade aufgefallen, ich brauche noch eine Basis. Und dafür nehme ich hier einfach so ein bisschen konserviertes Islandmoos. Ich habe mir hier so eine Zange genommen, auch von IKEA, als Hilfsmittel. Das Schöne daran ist, dass man sich das auch immer umdekorieren kann. Also zum Beispiel im Herbst dann mit Herbstlaub, im Winter mit irgendwelchen Tannenzweigen zum Beispiel. Oder auch mit irgendwelchen Glasperlen, wo das Licht dann irgendwie schön gebrochen wird. Da gibt es sehr viele Varianten. Ich glaube, das reicht jetzt so. Jetzt kommt das Licht und dafür habe ich eben diese LED-Lampe hier besorgt. Die hat nämlich den Vorteil, die kann man mit so einer kleinen Fernbedienung anwählen und dann auch die Farbe einstellen. Wo macht man jetzt weiß? Hier. Und die passt nämlich perfekt vom Durchmesser hier so rauf. Zack. Kann man die da so reinlegen. So. Und dann kommt der Schirm drauf. Dann machen wir das Ganze mal an. Das sieht doch richtig schön aus. Ich finde ein bisschen wie so ein kleines Natur-Mini-Wonderland. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich freue mich wieder auf euer Feedback und würde sagen, bis zum nächsten Mal.